Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge mit Foundation in unserem Mittelalter-Dorf, nenne ich es aktuell noch. Sind wir immer noch hier am relativ Anfang. Wir haben hier unsere Steinmetzhütte, die ich jetzt mal aufmache. So, dann können wir hier oben theoretisch dann nachher unsere Farm anlegen. Aber wir lassen jetzt erstmal den Steinmetz hier zu Ende bauen, der ist gleich fertig. Und dann müssen wir uns auch schon wieder neue Bewohner ins Dorf holen, weil wir nicht mehr mehr Arbeiter haben. Und dann müssen wir uns relativ fix auch damit beschäftigen. Ups, so rum, so. Müssen wir uns auch damit beschäftigen, dass wir dann nach Möglichkeit neue Nahrungsquellen auftun. Unter anderem könnten wir über die Stände die Fischerhütte freischalten. Dafür brauchen wir aber 20 Leibeigene. Das heißt, wir müssten die 20 Bewohner, die wir jetzt aktuell haben, auch tatsächlich dann zu Leibeigene machen. Das wird nicht ganz so einfach, weil das nämlich auch Geld kostet. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass sie die ganzen Bedürfnisse abgedeckt bekommen. Und das Lager hier oben ist auch noch nicht fertig, ne? Das packen wir uns auch mal hier in die Ecke. Das Steinmetz ist inzwischen fertig. Wir nur gucken, wo wir die Steine gleich einlagern. Theoretisch machen wir die Bretter hier raus und lagern die hier drüben ein. Da machen wir Bretter und Holz rein. Und dann können wir hier die Steine und die Steinblöcke mit reinpacken. Und das Werkzeug lassen wir dann drin. Dann haben wir da auch noch einen Lagerplatz frei erstmal. Steine möchte ich hier oben nicht unbedingt mit reinpacken. Was brauchen wir da? 15 Holzbretter. Oh, 60 haben wir da. Und wir müssen hier unten unsere 30 Beeren immer noch versuchen abzubauen. 8 Stück haben wir auf Lager. Ich packe mir das Lager mal da oben hin, um das im Hinterkopf zu behalten. Dann die Beförderung. Ja. 140 für alle. Ja komm, dann befördern wir einfach erstmal alle. Dann haben wir das erstmal erledigt. Also da haben wir zwar noch keine 20, es reicht noch nicht für die Fischerhütte, aber wir haben zumindest mal genug, um dann nachher nur mit 3 auszukommen. Dann brauchen wir nachher nur 3 Stück befördern. Wunderbar. Unsere Kirche steht. Unsere Kirche muss aber auch direkt mal erweitert werden, weil wenn wir jetzt gleich über 20 kommen oder an die 20... Ne, 20 passen ja rein. Okay, das passt dann soweit. Wunderbar. Gut. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier neue Waren an Laden holen. Und das machen wir nachher mit dem Weizen. Gut. Dann baut ihr mal das da. Was ist denn das? Ach, das sind Bäume. Dann werden wir hier hinten unsere Farm errichten. Damit würde ich dann jetzt direkt anfangen, dass die dann fertig ist, wenn wir neue Bewohner bekommen, dass wir das dann direkt beziehen können. Und zwar haben wir hier erstmal unser Farmhaus. Das ist erstmal das, was wir hier dringend brauchen. Na. So, also. Warum haben wir hier eigentlich Anklipppunkte? Verstehe ich gar nicht. Naja, okay. Bauen wir mal hier unser Farmhaus hin. Da ist die Bärenhütte. Da sind die Bären. Dann machen wir da das Farmhaus hin. Dann bauen wir nebenan eine Windmühle. Die hat nur einen Eingang. Den machen wir nach vorne, den Eingang. Parallel zum Eingang von der Weizenfarm. Und den können wir noch nicht bauen. Okay, da fehlt uns jetzt aktuell das Gold zu. Aber wir können das schon mal vorspeichern. Und nebenan kommt dann die Bäckerei. Die hat wieder mehrere Eingänge. Weil ich glaube, wo ist der Haupteingang? Da vorne. Dann machen wir das auch nach vorne, den Haupteingang. So. Dann sind wir schon fast an unserem Holzfällerlager. Also ihr seht, ne, die Gebäudegrößen, die sind schon nicht zu unterschätzen. Den Platz, den wir auch brauchen. Und vor allem die Kohle, die wir dafür brauchen. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen mehr Handel betreiben. Und das wird jetzt auch passieren, weil wir jetzt die Bretter hier über die 50 kommen, die wir auf Vorrat halten wollen. Und die werden ja dann demnächst irgendwann abgeholt. Das heißt, wir werden dort dann wieder neues Gold bekommen. Und dann lassen wir mal ein bisschen laufen hier. Also das Lager hier, das würde ich trotzdem erstmal nochmal priorisieren. Und dann können wir hier das Ding auch schon mal hier oben hinpacken. Und dann weiß ich auch schon... Nein, den brauchen wir gar nicht. Weizen können wir direkt einlagern. Da haben wir noch Platz drin. Da wollen wir dann Weizen, Mehl und Brot einlagern.
Dann haben wir nämlich das nächste Nahrungsmittel für unsere Bevölkerung. Was auch unerschöpflich theoretisch ist. Wir müssen nur dafür sorgen, dass genug Felder da sind. Und dann sollte das hoffentlich alles funktionieren hier. Das sieht doch ganz schick aus erstmal, unser Dorf, ne? Würde ich jetzt behaupten. Was sagt ihr denn? Kommentare, ne? Könnt ihr alles schön da reinschreiben. Wir brauchen neue Arbeiter. 7 Tagen kommen die. Ah, sie müssen aber eigentlich schon Einwanderer auf dem Weg sein hier irgendwo. Da kommen 2. Brauchen noch mehr Bevölkerung. Und 3 Stück davon müssen wir noch zur... Da müssen wir noch aufleveln nachher. Sowas hier ist natürlich noch ein bisschen schade. Dass es hier so eine kleine... Wachsen gibt. Wobei dadurch, dass es so ein bisschen ineinander ragt, sieht das schon wieder aus wie gekonnt und nicht gewollt. Also sieht gar nicht so wild aus. Aber wir warten mal auf unsere Arbeiter. Machen wir hier das Fenster wieder zu. Und wir haben einen neuen Bewohner. Der ist da geblieben. Der kann dann mal direkt hier anfangen, Steinblöcke zu machen. Weil die Steinblöcke können wir auch exportieren. Wir haben mal ins Handelsfenster. Und... kontrollieren das nochmal. Hier, Steinblöcke können sortiert werden. Dann würde ich mal sagen, 25 wollen wir immer auf Lager halten. Den Rest verkaufen wir. 21 Bären haben wir jetzt im Lager. Da wollen wir die 30 mal voll machen. Da gibt es nämlich auch nochmal 200 Öcken. Dann können wir da hinten unsere zukünftige Weizenproduktion oder unsere Brotproduktion anfangen aufzubauen. Da brauchen wir natürlich aber auch nochmal neue Bewohner für. Und unsere Bewohner, 100% Zufriedenheit bei 18 Bewohnern, das ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht. So, eine Beere brauchen wir noch. Oder einen Sack Beeren. Weiß ja nicht, wie das gerechnet wird. Zack, so. Jetzt haben wir, jetzt hat der blöde Markt hier wieder Beeren rausgeholt. Idiot. Aber es wird auf jeden Fall mal mehr. Wie viele Bärensammler haben wir hier? 3. Ich weiß gar nicht, wie viele Bärensammler man da überhaupt nebeneinander setzen kann. Oh, und da kommt jemand und möchte etwas mit uns hier vereinbaren. Wo ist er denn? Das Reiterlein. Geht da. Mein Lord, wem wollen wir helfen? So, nochmal 30 Bären wollen die haben. Und die würde ich in diesem Fall diesmal... Warte, wir gucken mal in unseren Stände... ...ding rein... Im Königreich. Da brauchen wir aber Bürgerliche für. Da sind wir aber noch weit weg von. Aber trotzdem kann ich ja schon mal Punkte sammeln. Ne, wir müssen auf jeden Fall... Ich würde die Arbeiterschaft nehmen. Trotzdem nochmal. Weil Bürgerliche dauert noch länger, bis wir da unterwegs sind. Und da wird ja bestimmt noch der ein oder andere kommen. Also brauchen wir nochmal 30 Bären. Ja, irgendwie produzieren wir nicht genug Beeren, um unser Lager zu füllen. Ich kann hier oben auch nicht gucken, wie viel wir produzieren, ne? Das sieht man leider nirgendwo. Wobei, warte, wir gucken mal in den Statistiken hier. Ja, da steht nur Budget, ne? Da steht nicht, was wir haben. Ah. Uncool. Das ist uncool. Wie sieht es denn mit unserer Farm hier hinten aus? Die wird gebaut. Material ist noch nicht wieder da. So, das neue Lagerhaus ist fertig. Da wollen wir uns damit nochmal beschäftigen. Dort kommt rein Holz. Holz. Bretter und Bretter. Dann können wir hier das Lager leeren. Und hier drüben brauchen wir auch einen Träger, ne? Im Lagerhaus. Da müssen wir hier mal einen Träger rausnehmen. Upp, und müssen den auf die Lager packen. Upp. So, dann haben wir die beiden Lager jetzt hier untereinander. Dann lassen wir das Lager kurz leer laufen. Achten immer noch auf die Beeren. Und jetzt haben wir das erfüllt. 200 Münzen dafür. Sehr gut. So, dann kann das Lager dann leer laufen und wir fangen dann an, hier drüben auch die Mühle zu bauen. Und... Die Bäckerei wird natürlich auch gebaut.
So, dann müssen wir jetzt hier gerade nochmal unsere Bereiche hier drüben abdecken. Aber das sehe ich jetzt noch nicht. Okay, müssen wir gleich machen, wenn das alles fertig ist. Gut. Also, soweit so gut. Funktioniert das doch hier alles. Bin begeistert. Und dann können wir hier mal ein Stadttor schon mal einbauen. Das ist außerhalb des Territoriums, ne? Okay, dann lassen wir das erstmal noch. Und der Weg ist sogar genau da, wo ich ihn haben wollte. Sehr schön. Da habe ich mir das vorgestellt. Da kommt wieder ein Einwanderer. Mal gucken, ob der bleibt oder ob der abhaut. Aber den bräuchten wir jetzt eigentlich. Jawohl, der bleibt. Sehr gut. So, Steine werden auch produziert. 10 Steinblöcke haben wir jetzt schon. Und theoretisch sollte hier das Holz jetzt leerlaufen. Ich weiß nicht, wie das was passiert, wenn ich das jetzt hier wegmache. Ah, jetzt hat er alle auf einmal geholt. Okay, dann können wir jetzt hier die Steinblöcke einlagern. Er hat alle auf einmal rausgeholt. Sehr gut. So, wenn jetzt unsere Farm fertig ist, dann können wir unseren Farmer hier instruieren. Bisschen was zu machen. Haben wir schon wieder was Neues bekommen. Wieder eine neue Deko. Achso, das sind die beiden Sachen hier. Gut, die habe ich schon entdeckt. Hey, hier ist hohe Priorität. Werkzeug haben wir aktuell keins. Aber da kommt der Händler. Der bringt hoffentlich neues Werkzeug. Kein Werkzeug. Habe ich Werkzeug noch ausgestellt wieder im Handel, oder? Wir gehen nochmal auf das Handelsfenster. Ja, habe ich tatsächlich wieder ausgestellt. Okay, dann machen wir jetzt mal hier, bestellen wir mit dem nächsten Händler, kommt ein neues Werkzeug hoffentlich. Aber brauchen wir eh für alle Gebäude hier Werkzeug. Das wäre schon praktisch, wenn natürlich zuerst mal die Mühle fertig wäre. Dann kommt gleich schon der nächste Einwanderer hier. Dann wollen wir den, den wir jetzt noch über haben, mal verwenden. Und zwar wird er ein Bergarbeiter. Brauchen noch mehr Steine. Schade, dass man keine Produktionsübersicht hat. So, Holz und Bretter. Ohne Ende. 74 Bretter. Dann können wir Bretter verkaufen, ja. Und dann machen wir hier oben dann unsere Kohlen mit. Also auch Kohlen und Reibach, ne? So hieß das ja damals bei Otto. Und mal, jetzt warten wir quasi nur auf die Werkzeuge. 30 Bären müssen wir auch noch ansammeln. Die Frage, ob ich jetzt hier noch eine zweite Bären-Sammler daneben packe. Oder ob eher nicht. Bin aber dazu geneigt, eher das Ganze nicht zu machen. Also ein bisschen warten gehört halt auch zu solchen Spielen dazu. Und wir haben 2 neue Bewohner bekommen. Das gibt's ja gar nicht. Okay, dann können wir die Mühle auch direkt in Betrieb nehmen. Wie geil ist das denn? Und Beförderungen sind verfügbar. Dann wollen wir doch mal hier die 20 voll machen. 1, 2, 3. So, jetzt haben wir 20 Dorfbewohner. Können dann in unserem Ständefenster die Fischerhütte freischalten. Können wir dann direkt mal hier irgendwo platzieren. Ich hoffe, dass die keine negativen Auswirkungen auf unser Wohngebiet hat. Nö, hat sie nicht. Sehr gut. Oh, oh. Außerhalb des Territoriums. Mal das Territorium wieder anmachen, dass wir das sehen, was wir hier bauen. Beide des. Achso, da ist. Achso, ich hab's verkehrt rum platziert, genau. So, dann gucken wir doch mal hier. Also, ich will es nicht zu hoch ansetzen, weil das hier ist dann. Sieht ja ein bisschen kacke aus mit dem Paddelboot. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. So, dann bauen wir das doch mal dahin. Da noch ein bisschen drehen. Dass das passt, ein bisschen niedriger noch. Und dann bauen wir hier die Fischerhütte hin. Aber die werden wir auch zuallererst jetzt priorisieren. Die ist ganz wichtig, die Fischerhütte. Und in der Zeit werden wir hier drüben unseren Markt auch weiter ausbauen. Das heißt, wir gehen hier auf die Bauoption. Bauen da jetzt nochmal einen zweiten Marktstand dazu.
So. Dann nehmen wir nochmal. Den drehen wir ein bisschen. Machen wir eher in die Richtung, dass wir so ein bisschen vor die Kirche kommen. Mal ein bisschen drehen. Näher ran hier. Und dann baue ich die Zäune hier auch gerade nochmal ein bisschen um. An die Kirche ran. Dass die Dorfbewohner da nicht mehr durchgehen. Ich möchte, dass die Dorfbewohner bestimmte Wege gehen und das erreiche ich halt, indem ich da Zäune hinbaue. So, und dann Zelte müssen wir aktuell noch weglassen, aber da das ja der neue Fischstand wird, kriegst du ein paar Fässer. Weil Fische wurden im Mittelalter in Salzlage, in Fässern gelagert. Das sieht doch dann ganz witzig aus eigentlich. Und dann bauen wir das Ganze. Hopp. So, dann bereiten wir das schon mal vor soweit. Dann können wir hier unseren direkt mal zwei Bauern rein. Komm. Und dann haben wir jetzt hier einen neuen Pinsel mit der Farm zusammen. Das ist der Pinsel, mit dem wir das Feld hier anlegen, in dem Getreide bzw. Weizen jetzt angepflanzt werden soll. Ah, ey, ist das genial. In anderthalb Stunden, oder noch nicht ganz anderthalb Stunden, eine Stunde 20 spielen wir jetzt hier im Let's Play. Schon so viel geschafft. Genial. So, da sind immer noch Beförderungen verfügbar, aber die wollen wir aktuell gar nicht mehr machen. Wir haben jetzt ja unsere 20 Bewohner, die wir haben. Das machen wir wieder weg hier. Und dann wollen wir jetzt nochmal die 30 Bären hier wieder ausliefern. So, da fehlt wieder Werkzeug. Das kostet uns natürlich jetzt relativ viel Geld, momentan das Werkzeug. So, dann lassen wir die Herrschaften mal wieder ein bisschen ackern hier. Und hier wird ja schon das nächste Haus gebaut. Haus Rang 1, Hausdichte 2. Da können dann 6 Bewohner drinnen wohnen. Sehr gut. Und ein neues Haus kriegen wir hier sogar. Ja, cool. Ist auch direkt Hausdichte 2. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, das Haus war früher auch schon da, ne? So, jetzt wird unsere Fischerhütte gebaut. Mach die bloß fertig. Wann kommen die nächsten Einwanderer? In 6 Tagen. Da müssen wir mal ein bisschen die Nahrung im Auge behalten. Wobei, wenn wir gleich Fische haben, dann ist das aber wieder ein bisschen mehr Nahrung. Im ursprünglichen Spiel, als das auf dem neu war, waren die Fische eigentlich immer so die Hauptnahrungsquelle zu Beginn des Spieles. So, Fischerhütte gebaut. Jetzt sehen wir hier oben auch, ne, dass hier Fisch und Weizen schon dazugekommen ist. Weil wir die beiden Sachen jetzt schon produzieren können. Jetzt brauchen wir nur noch einen Dorfbewohner, der das Ganze hier macht. So, Wasser, Nahrung und Komfort. So ein bisschen das Problem. Und wir haben den einen Bewohner, den wir brauchen, für die Fischerhütte zu betreiben. Dann kriegst du mal direkt Arbeit hier. Was willst du denn mehr? Im neuen Dorf und direkt mal Arbeit. Und dann bekommt ihr hier mal so einen Dorfbrunnen hier in die Mitte gesetzt. Komm, da lauft ihr eh nicht lang, dann kriegt ihr hier einen Brunnen hin. Auch ganz wichtig, dass wir die Wasserversorgung überall immer jederzeit bereitstellen. Und dann können wir jetzt anfangen, Geld zu verdienen. Wenn der Händler kommt, verdienen wir Geld. Wir kaufen zwar aktuell immer noch ein paar Werkzeuge ein, aber wir haben zumindest mal... die Bärenproblematik gelöst. Bären verkaufen wollen wir auch gar nicht mehr verkaufen, ne? Müssen wir einlagern. Nahrung ist echt so das, was das Spiel kaputt machen kann. Weil wenn die anfangen zu hungern, dann habt ihr ein Problem. So, jetzt brauchen wir immer noch mindestens mal 2 Arbeiter. Einen für die Mühle. Und einen für die Bäckerei. So, und wir müssen gucken, dass die Herrschaften hier hinten auch irgendwo wohnen können, die hier arbeiten. Das heißt, wir werden hier nochmal ein Wohngebiet einzeichnen. Dass sie, der Farmer und so und der Bäcker und so, die müssen ja auch irgendwo wohnen können. Und dann, wir wollen ja, dass sie in der Nähe von ihren Arbeitsplätzen wohnen. Dann müssen wir da auch gleich nochmal unter Umständen eine kleine Dorfkirche bauen. Aber da kommen wir noch zu. Warten wir erstmal auf neue Werkzeuge. 9 haben wir schon wieder. Das heißt, die Mühle müsste jetzt eigentlich genug Werkzeug haben. Jawohl. Mühle, die kann jetzt gebaut werden. Der Bäcker, der braucht ein bisschen mehr Material.
bevorzugen wir mal die Mühle. Oh, was ich ganz vergessen habe, wir müssen Fisch einlagern, ne? Jetzt haben wir gar nicht mehr genug Lagerkapazität hier. Das heißt, wir werden mal das Brot hier erstmal rausschmeißen. Und werden dafür Fisch einlagern. Dann bitte ich hier hinten vielleicht nochmal ein Lager bauen. Guck mal, ob das da hinpasst. Oh ja, das passt ja großzügig hin. Also, bauen wir hier hinten nochmal einen Speicher. In die Richtung. Sieht realistischer aus, wenn der Kran über der Straße ist, ne? Dann kommt dort nochmal ein Lager hin. Oh, wir haben wieder zu wenig Geld. Aber wer hat keinen Zugriff auf Komfort? Doof. Wo ist denn dein Haus? Achso, das ist, weil dein Haus gerade noch gebaut wird. Ja, okay. Man kann auch meckern auf hohem Niveau, ne? Aber 50 Münzen brauchen wir. So, jetzt können wir das Ding bauen. Also die Fische können wir zumindest schon mal einlagern. Und wir haben zwei neue Bewohner bekommen. Sehr gut. Einen Bewohner brauche ich jetzt hier auf dem zweiten Marktstand. Der soll Fisch verkaufen. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Zeug im Angebot. Können wir hier nochmal ein bisschen rumbasteln an dem Zeug hier. Und zwar können wir hier über die Liste, können wir die Zäune, die wir bereits gebaut haben, auswählen. Wir müssen halt nur gucken, welcher das ist und können die dann löschen. Also so könnt ihr einzelne Bauteile löschen. Da muss ich gestern sogar im Discord nachfragen, damit ich das überhaupt mitbekommen habe. Jetzt sehen wir auch, dass die ganzen Kirchgänger alle da lang laufen, nicht mehr hier hinten rum. Heißt aber, wir könnten theoretisch den Markt mal die ganzen Zäune hier wegmachen. Dann bauen wir den Markt noch aus. Und bauen die Zäune da hinten an die Ecke ran. Dann machen wir von der Seite, das sieht besser aus. Haben wir das so. Und dann kommt da unter Garantie auch keiner durch. So, 4 Bretter kostet das Ganze. Und unser Markt wird jetzt nicht mehr von den Leuten überrannt. Ah, sehr cool, oder? Hätte mal Städteplaner im Mittelalter werden sollen. Hat nicht funktioniert. Gut. So, jetzt haben wir noch einen Dorfbewohner über. Den können wir gleich in eine Mühle einsetzen, wenn die denn mal fertig wird. Hat momentan die höhere Priorität. Da müssen nur die Baumeister mal wieder hinkommen. Wie viele Baumeister haben wir eigentlich? 3. Ne, 2 haben wir aktuell. Oh, und Steine werden hier produziert bis zum Abwinken. Aber irgendwann kommt der Händler und dann sind die Steine auch wieder weg. Und das gibt immer ein Batzen Geld. Wir müssen die Häuser auch immer priorisieren. Sonst haben wir hier oben den Komfortmangel. Das wollen wir auch nicht. Und dann lasse ich jetzt nochmal die nächsten 2 Herrschaften hier einziehen in unser Dorf. Fisch haben wir noch gar keinen. Produzierst du nicht? Funktioniert gut. Doch, der ist unterwegs. Okay, da kommt jetzt der erste Fisch. Jetzt haben wir 5 Fische auf Lager. Oh, 35 hat er sogar schon auf Lager. Oh, wir müssen hier einen neuen Sammler neuen Träger einstellen. Sonst kommt er nicht hinterher. Und wir müssen unten noch die 30 Bären im Auge behalten. Das ist auch ganz wichtig. Oh, die haben wir jetzt. Und tschüss. Wieder 200 Öcken gemacht. Sehr gut. Na, dann baut ihr mal die Häuser hier bitte fertig. Warten auf Baumeister. Ihr baut auch Holz, ne? Aber Holz ist ja mehr als genug da. Und da ist unser erstes Weizenfeld. Guck mal, das sieht doch sehr schick aus. Hier so direkt hinterm Häusle ins Feld reingelaufen. Und der Weg ist genauso entstanden, wie ich es mir erträumt habe. Und wir haben wieder 2 neue Bewohner. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Einwanderung deaktivieren. Weil jetzt haben wir genug Einwohner.
Für die Mühle und für unsere Bäckerei. Dann würde ich sagen, hier hinten lagern wir die fertigen Produkte ein. Also Weizen und Mehl würde ich rausschmeißen. Dort schmeißen wir jetzt, Oder können wir das hier auf Null machen, oder? Hier können wir nicht mehr ändern, ne? Und dann machen wir da halt einfach nochmal erstmal Beeren mit rein. Aber ich will da gar keine Beeren rein haben. Mal, stellen wir erstmal auf Honig. Da, in das Lager packen wir alles rein, was wir auf dem Markt verkaufen wollen. Und in das Lager hier packen wir nachher unser Weizen und unser Mehl rein. Bisschen Logistik müssen wir auch haben. Verkaufen wir schon Fisch auf unserem Markt? Ah, habe ich noch gar nicht eingestellt, oder? Doch, habe ich. Und 45 Fisch haben wir sogar schon im Markt drin. Deswegen ist das Lager auch aktuell noch leer. Aber guck mal, 5 Fisch haben wir hier oben schon. Funktioniert. Mach die Mühle fertig. Das will ich heute noch schaffen, die Mühle zumindest. Dass sie fertig wird. Dann können wir nämlich anfangen, Mehl zu machen. So, dann würde ich die hier auf hohe Priorisierung stellen. Hier kommt ein Arbeiter rein und dann kann der Müller nämlich jetzt auch schon mal müllern. Das, was ein Müller so macht, was soll er machen? Rohmaterialien fehlen. Ja, ich weiß. Kommt doch gleich. Weizen wird doch gerade geerntet. Ja, haben wir wieder ganz schön was geschafft hier, ne? Was ich in den letzten Folgen mit euch zusammen nicht gemacht habe, was ich aber jetzt mit euch mache, mal das Thumbnail zusammenbauen. Und da finde ich schon... Warte mal, mal gucken, das sollen ja schöne Bilder werden, ne? Höher. Okay. Ich muss ja das sowieso nochmal ändern. Also, das wird unser Thumbnail mit der Mühle. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 15 Uhr mit der 4. Folge von Foundation. Und ab jetzt ist es ganz wichtig, mir mitzuteilen, direkt, ob ihr noch mehr Folgen sehen wollt. Also eine 2. Staffel quasi. Und das Ganze könnt ihr in die Kommentare schreiben oder mit Daumen nach oben könnt ihr das Ganze auch bekunden. 10 Daumen habe ich gesagt auf die ersten 5 Folgen und dann bekommt ihr von mir nochmal eine Staffel nachgeliefert, also nochmal 5 Folgen. In dem Sinne euch jetzt erstmal noch einen schönen Nachmittag, 18 Uhr, denkt dran, Train Sim World 2 und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, reingehauen. Tschüss!